No Man's Sky. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wir spielen, wie könnte es auch anders sein, No Man's Sky, was wahrscheinlich jeder spielt. Allerdings spielen wir es auf der PC-Version. Ich habe schon ein bisschen angespielt, um das Spiel und um die Spielmechanik ein bisschen kennenzulernen. Und jetzt begeben wir uns eine unendliche Reise ins Universum oder wo auch immer wir hindern werden. Wenn das mal laden würde. Es ist. Wieso bin ich wieder hier? Was soll das? Finde ich aber nicht cool. Und zwar sieht es so aus, dass wir. Moment. Also, wir sind auf einem Postplaneten gelandet. Ich habe Postlonia genannt. Ja, Biomes hat wie Post. Ich habe schon ein paar Wächter gekillt, die waren doch ziemlich aggressiv oder liegt vielleicht daran, dass ich da die Umwelt zerstört habe, aber naja, kann passieren. Ja, mir ist da nichts Besseres eingefallen, das habe ich irgendwie Andromeda oder sowas Vergleichbares genommen. Das lässt sich noch etwas an schwierig herausstellen, sich irgendwelche Namen auszudenken, denke ich. Wir haben die Startschubdüse schon mal repariert. Was uns jetzt fehlt, ist der Impulsantrieb. Da brauchen wir noch einiges an Material. Die Karibplatte kann ich schon mal herstellen. So, was brauchen wir noch dafür? Zink haben wir und Iridium, und zwar 200. Und leider ist Iridium nicht in meiner Nähe. Das ist mehr als beschissen. Und wieso habe ich das hier nicht mehr? Ich habe doch, bevor ich hier aufgehört habe, gespeichert. Was soll der Scheiß? Also ich kann ja wohl jetzt nicht der Ernst sein. Da hinten ist eine Tafel. Können wir später nochmal sehen, wenn wir das Raumschiff repariert haben. Ich mach mal ein bisschen die Musik leise, das ist doch ein bisschen laut. Optionen, Lautstärke. Hier etwas leiser. Ja, will ich nicht so leise. Mach ich mal auf 70. Soundeffekte lassen wir, alles andere lassen wir erstmal so, wie es ist. Und jetzt müssen wir hier Iridium suchen. Ich habe vorhin, wenn man das hier gerade sieht, das Terminal, ist 1 Minute und 40 Sekunden entfernt, das heißt, wir müssen so lange hinlaufen. Da war ich schon, da ist ein Terminal, da können wir, unsere Sachen entweder verkaufen oder wir können auch Gegenstände kaufen. Womit kaufen wir? Und zwar mit den Units, das sehen wir hier oben. Wir haben schon 25.000. Ich habe da auf dem Weg dahin ein riesiges Goldvorkommen gefunden. Das habe ich dann einfach abgebaut und das war dann doch sehr profitabel, möchte ich sagen. Sehr profitabel. Aber wenn wir uns ein bisschen umsehen, ich habe jetzt die Grafik erstmal. Hier nichts geändert, nur hier hat die Details auf hoch gestellt und FPS auf 60. Ja, musste dafür neu starten und hat dann auch jetzt auch mal die Aufnahmen gestartet. Wie sich das alles auswirken wird, keine Ahnung, das sehen wir dann noch. Und ich brauche Iridium. Das ist so weit weg. Warum? Warum? Naja, und das ist das Nervige. Auf dem Frostplaneten ist es uns kalt und das ist schon nervig. Aber sowas kommt nun mal vor. Terminal, genau. Da
da wollten wir hin. Und da ist unser Goldvorkommen, was wir noch nicht komplett abgebaut haben. Im Übrigen habe ich auch auch schon Strahlenintensivierer Sigma ein Upgrade dazu gemacht. War nicht so kostspielig. Für das nächste komm. Ja, ne, jetzt brauchen wir erstmal nicht. Erstmal schön hier abfahren. Und immer schön auf den Überlastung achten. Das Gold können wir aber auch noch später abbauen. Ich möchte eigentlich unbedingt jetzt mal Iridium-Vorkommen finden, um eigentlich mal unser Raumschiff zu starten. Ja, ich weiß. Snata-Ebene. Das habe ich vorhin gefunden und da ist es nicht. So. Aber ich muss sagen, der Jetpack ist schon sehr praktisch. Das ist das Terminal, was ich meinte. Hier können wir dann entweder mit unseren Sachen verkaufen, zum Beispiel Gold, was ich nicht unbedingt, ja, ich weiß nicht, wofür wir es brauchen könnten. Weil momentan für die Sachen, die wir es brauchen, brauchen wir kein Gold. Deswegen verkaufe ich das, aber nicht komplett. Wir machen mal 30, die Hälfte. Dann haben wir noch die Hälfte. Und haben ein bisschen Julis, ich sag mal, Geld dazu verdient. Können wir uns Iridium kaufen, weil das konnte ich vorhin. Iridium, 30 Stück. Sehr gut. So, Iridium, bitte. So. Hat er noch was? Dimensionale Matrix. Titanium. Ja, das. Wenn, dann können wir ja später nochmal vorbeikommen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, jetzt könnten wir das hier rübertransportieren. Ich kann rübertransportieren. Zink. Titan. Doch, man hört mich, weil ich sehe gerade bei Outer City ist doch etwas niedrig die Anzeige. Moment. Vielleicht kann ich das korrigieren. Nee, das ist soweit so richtig. Ich hoffe, ich werde das hört man dann später besser hören. Oh, es wird dunkel und es ist kalt, deswegen müssen wir, wenn es kalt ist, in eine Höhle. Und zwar in die Höhle, weil da drin, das ist keine Höhle. Aber da ist ein Höhlensystem, ähnlich wie bei Minecraft. Naja, vielleicht nicht so, aber es ist doch sehr gut gelungen. Jetzt räumen wir erstmal den Scheiß hier aus dem Weg, dann kommen wir da auch rein. Und wenn wir halt in der Höhle drin sind, dann ist hier wieder warm. Auch irgendwie logisch, denke ich mal. Wir sollten jetzt leider nicht rausgehen, solange es Nacht ist, weil ja bei minus 75 Grad. Oh nee, bitte nicht. Bitte kein Wächter. Wo kommt ihr alle her? Was willst du, hä? Was will oder was? Verpiss dich, ey. Ich hab schon 7 von euch gekillt. Lasst mich in Ruhe. Ich bin auch nur ein Opfer. Dass ihr gelandet ist auf eurem Kostplaneten. Was ist das? Achso, ja, das war die Tafel. Das Dumme ist also, die Wächter, die sind echt, ja. Ich sag mal, sehr empfindlich, wenn jemand die Umwelt zerstört. Aber was wollen wir machen? Wir brauchen halt Materialien.
Wir können da nichts anderes mit tun. Und? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich gehe wieder rein. Ich denke, ansonsten wird jeder so No Man's Sky erkennen. Ich meine, es ist ja nicht unbedingt unbekannt oder so. Wird auch nicht von allen oder von sehr vielen erwartet. Es kam ja schon, die PS4-Version kam ja schon am 10. August raus. Finde ich etwas blöd, dass jetzt die PC-Version draußen ist, aber natürlich zwei Tage, das überleben wir noch. Das überleben wir. So. Können wir jetzt. Ja, scheiß drauf. Wo ist Iridium in der Richtung? So, wir können auch rennen und wir können natürlich auch ein Jetpack benutzen. Das ist wie gesagt keine Hülle. Ich hoffe, wir kommen darüber. Ansonsten müssten wir einen Umweg machen. Das wäre unschön. Sehr gut. So, jetzt auch zum Heridium vorkommen. Ach man, da müssen wir aber noch sehr viel machen. Da werden wir auch noch später hingehen zu den Dingern. Aber erstmal als allerwichtigste das Heridium-Programm, weil ich würde gerne mit dem Raumschiff hier rumdüsen, bevor wir überhaupt den Planeten verlassen, würde ich es hier doch gern möglichst, ja gut, alles vielleicht nicht, aber so viel wie möglich hat erkunden. Und das ist eben das Problem mit dem Wärmeschutz. Oh, da leuchtet was. Da wir sowieso auf dem Weg dahin sind, können wir da kurz vorbeilaufen. Ich denke, das macht da nichts aus. Los, lau. Eisenoxid. Okay, brauchen wir aber gerade nicht. Was ist das? Das Korvax-Wort für Warnung gelernt. Okay. Jetzt können wir offenbar fremde Sprachen sprechen. Aber da brauchen wir noch was. Da können wir das irgendwie craften. Ah, ich brauche Plutonium. Scheiße, ich hatte eins. Ich habe Plutonium. Ich kann. Kann ich nicht zufällig Plutonium? Ach nee, ich hab's verbraucht. Dafür. Verdammt. Verdammt. Plutonium, wo finde ich das? Ja, was ist das? Was ist das? Das müssen wir herausfinden. Flora. Ah, ist ja nice. Ist ja wirklich nice, ey. Dann können wir unsere Temperatur erhöhen, selbst in diesem Frostgebiet. Wie weit ist es noch? Wie viel haben wir noch zu laufen? Noch 2 Minuten und 30 Sekunden. Och man, ist das ein weiter Weg für ein bisschen Iridium. Ja gut, ein wenig ist es ja nicht. Wir brauchen immerhin 200. Beziehungsweise 170, nachdem wir das jetzt beim Terminal gekauft haben. Und wir brauchen etwas zu hochbringen hier. Kohlenstoff. Was ist das? Ach nö. Das war kein Wächter. Tamium. Das werden wir auch noch gebrauchen. Und schnell weg, da war nämlich ein Wächter in der Nähe, den habe ich gesehen. Dem sollten wir nicht begegnen, das wäre nämlich nicht witzig.
Auch wenn ich schon einen von denen gekillt habe, aber naja. Was nicht sein muss, muss nicht sein. Ich würde gerade gern die Lebenserhaltungssysteme mal erhöhen. Sehr gut. Und ja, der hat noch 90%, das reicht. 90% müssten noch reichen. So, so, so. Was gibt's? Oh, was ist das? Oh. Ist das jetzt ein wildes Tier? Greift es uns an? Wärmeschutz stabilisiert sich. Hallo, bist du freundlich gesinnt? Okay, die haben wohl Angst vor uns. Das heißt, wir brauchen keine Angst vor denen zu haben. Das ist auch gut. Reisenmeilenstein erreicht. Aufbruch, 5000 Fuß zurückgelegt. Das ist doch schön. Ich will trotzdem lieber Heridium haben. Und mit dem Raumschiff rumfliegen. Ach je, das wird ein verdammt langer Weg zurück. Los, wir haben es fast geschafft. Da ist noch ein Terminal, das können wir dann auch gleich abhaken. Und da ist... Das ist noch... Nickel. Ach du heilige Scheiße, ist das ein Riesenvorrat. Und das erinnert mich an etwas anderes noch, aber ich glaube, das wäre nicht jugendfrei. Ach, ich will meine Gedanken. Nee, gut. Ist ein Wächter in der Nähe? Nein. Gut. Ach ja, Überhitzung, verdammt. Wie viel Platz haben wir noch? Nickel, ich brauche unbedingt ein Slot für Heridium. Und abbauen. Einfach alles abbauen. Keine Ahnung, ob wir es brauchen werden oder nicht, aber mit Sicherheit. Irgendwann mal. Kein Wächter. Alles abbauen. So. Das heißt erstmal, wir brauchen nämlich unbedingt Heridium. Und wir brauchen langsam auch dann einen sicheren Wärmeplatz. Und das ist unser Heridium. Sehr gut. Aber das ist auch so ein Riesenteil. Also, warum kann das nicht in unserer Nähe sein, in unserem Raumschiff? Also ehrlich. Da brauchen wir jetzt 170. Das geht lustig. Ah, das geht aber schnell. Ach man, Überhitzung. Ich vergesse es auch immer drauf zu finden. Weiter geht's. Kann ich das so nicht abbauen oder wie? Na dann halt eben so weiter. Hauptsache, ich habe meinen Anteil an Iridium, den ich brauche. Oh oh. Was war das?